zufrieden bist du mit deiner Auserwählten? Ja, voll gut. Liebe Resal, wie schaut's aus? Ja, ich muss noch gar nicht holen. Ui, bitte, somit hat Mitzi Bella ihren Auftrag erfüllt. Einen Applaus für das Traumbad 2023! Unsere Glocken schienen! Und, wie schauen wir aus? Gut. Schaust du da aus? Schön, dass du wieder da bist. Das freut mich so besonders. Ich muss jetzt in die Arabella reinkommen, schon wieder schön langsam. Schaut sie zu euch was. Mädels, schreibt's einmal! Wir sind bereit heute für die große Aussprache im Gasthof zur Zugbrücke im Bad Kreuzen, live beim Seppenschiefer auf Strungau TV. Macht euch bereit, es geht gleich los. Die Damen sind gut drauf, sie kratzen schon. Lasst euch überraschen, was wird gleich kommen. Wir sehen uns gleich. Liebe Leute, wir sagen Hallo im wunderschönen Gasthof zur Zugbrücke in Bad Kreuzen. Wir sind heute zum großen Wiedersehen zusammengekommen, zur Aussprache hier live beim Seppenschiefer auf Strudengau TV. Kommen Sie mit und sehen Sie sich's an. Wie wird's werden? Wird es lustig? Wird's gefährlich? Wird's kratzbürstig? Oder finden wir sogar die große Liebe heute? Kommen Sie mit und sehen wir's uns an. Ja, grüßt euch, wir sind wieder da, hier live bei Strudengau TV im wunderschönen Bad Kreuzen. Einen wunderschönen guten Abend, hallihallo. Nun, meine Damen und Herren, spannen wir Sie nicht länger auf die Folter. Begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus den zertifizierten Klärwart mit dem kleinen Lindner Traktor, unseren Mangalitzer Saubauern, David! Lieber David, wie ist es dir denn ergangen in den letzten Wochen? Ja, es war schon ziemlich stark mit den ganzen Damen. Das musst du mir aushalten. Zuerst gar nichts und auf einmal hast du wieder so viel da. Das musst du aushalten. Nein, das ist mir schon ein wenig stark geworden, aber Gott sei Dank ist dann eh recht geworden. Und wie schaut's aus? Hast du schon ein bisschen Angst, was da jetzt auf dich zukommt heute? Es waren ja da schon ein paar starke Kaliber dabei bei deinen Damen. Ja, es wird sicher lustig werden und schauen wir sich das einfach an. Ja dann, David, setz dich hin in die goldene Mitte, würde ich sagen, und genieß bitte nochmal den Auftritt aller sechs Damen, die nur für dich heute von weit und breit aus den tiefsten Ritzen des Landes angereist sind. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem großen Applaus die extra aus Kalifornien angereiste sexy, heiße Reiterin Michelle! Liebe Damen und Herren, unser scharfes, mistgabelschwingendes, erdäpfelglaubendes Mutter-Tochter-Kuchen aus dem tiefsten Waldviertel, Mitte und Mehrzahl! Besonders freue ich mich auf die Kräuterpädagogin und Sextherapeutin, die immer chillige Edelfrau von Unterberg.
Konzi durch die Runde. Ist das nicht ein traumhafter Anblick hier in Bad Kreuzen? David, klopft dein Herz. Ja, für alle guckt es ein wenig auf. Ich meine, so viel Leid auf einmal. Und dann noch die ganzen Hofdamen. Ich meine, da bin ich ganz nervös wieder. Fällst du mir eh nicht vom Stuhl runter? Nein, ich hab da eh ein wenig ein Pistol. Na gut. So, ich schau mal hier durch die Runde. Ich sehe einige strahlende Gesichter, aber auch ein paar Grandscherben sehe ich da so. Mirzan, was liegt dir denn am Herzen? Ja, das war so gemein. Der hat mich sofort wieder heimgeschickt. Ich habe überhaupt nicht kennenlernen können. Und weißt du, was ich sage? Das war eine geschumme Partie. Sonst kann ich nichts sagen. Du sei ruhig, du Enten jetzt. Ja? Oh, langsam. Resi, hast du was zu sagen? Nein, das war nur, weil sie so alt ist und vom Stall bis kein und steckt, dann haben wir das auch nicht. Oh mein Gott, wir sind gerade reingekommen. Ich hab noch keine gekriegt, was soll ich machen? Verflixt noch einmal. Ja, das ist das Leben eines Bauern und der Bauern. Ui. David, was ist denn da los? Ja, ich find schon wenig schade, dass ich nicht Zeit gehabt habe, dass ich es kennenlerne. Aber sie ist mir einfach zu alt. Wer möchte den jungen Mann erwatschen geben? Das mache ich. Verzeihung, ich konnte jetzt nicht, weil ich bin die Älteste in dieser Runde. Und somit... Mitzi, du süßes Häschen. Hast du dich jetzt endlich vom Stallgewandzipfel von Mama lösen können? Ja, sicher. Irgendwann geht's einmal. Und wie ist das jetzt so an der Seite von Mama? Sie hat es ja nochmal versucht. Hat sie es gut verkraftet? Naja, es war besser gegangen, aber wir haben es hingebracht. Okay, na dann. Schauen wir mal weiter. Michelle, liebe Michelle. Wow, du schaust heute wieder sehr heiß aus. Von dir habe ich doch erst letztens in den Nachrichten gehört. Es gab da eine Anklage. Da war doch irgendetwas mit Stöckelgummistiefeln und Spaltboden. Was ist da passiert? Tja, das war ein wenig ein Malheur. Darum glaube ich, dass die Arme auch die Spaltböden ein wenig verboten hat. Aber ja, wenn es steckt, dann steckt es. Aber wenn es nicht steckt, schon vor. Oh je. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe... Im Saustall bist du mit deinen Stöckelgummelstiefeln stecken geblieben und dann hat es eingeschädelt und jetzt haben wir den Salat. Keine weiteren Details. Nächstes Thema. Edeltraut, du Edeltraut. Hast du wieder wo ein gutes Gras abgebaut? Ja, weil mich der David doch nicht genommen hat, habe ich mich halt ein bisschen anders orientiert. Habe auf Instagram geschaut und da hat es so was wie ein Orgasmus-Päpstin gegeben und jetzt habe ich mich an derer orientiert. Da geht einem halt was an, selber schuld. Also bei der Orgasmus-Päpstin geht mir auch was ab, muss ich sagen. Lass dich gern kommen zu mir. Danke, kriege ich eine Gratisstunde. Sehr gern. Na, da bin ich dabei bei der Nachschulung. Puh, Edeltraut, sehr heiß. Aber du, Gras gibt es schon auch noch bei dir, gell? Ja, natürlich schon, also, aber wir haben ein kleines Malheur gehabt, also, ja, ich habe mich ein bisschen anders orientiert, ein bisschen mehr experimentiert, aber... War das mit der Explosion dann da im Labor oder so? Das war eine Explosion auf einmal, ja, genau. Okay, gut, dann gehen wir dann später näher drauf ein. Gina, Lisa, du scharfes Luder, gut schaust wieder aus. Was denkst, woran es lag? Warum ist nichts geworden mit David? Waren dann doch zu viele Haare, zu dicke Eier oder was war das Problem bei unserem, Entschuldigung, den Ausdruck um diese, naja, die Uhrzeit geht schon, aber für unseren zartbeseiteten David war es dann wohl doch zu viel. Also, ich finde, weil er mich nicht genommen hat, ist ja meine Arbeitskraft gefallen, aber es war eine haarige Sache. Es ist uns aufgefallen, wie er mich erwischt hat, wie ich auf seinen haarigen Schweinen geritten habe. Und spätestens dann hatten wir etwas haarige Diskussionen und dann hat es nicht mehr so gepasst, also vielleicht war es doch nicht das Beste. Aber ich bin trotzdem weiterhin auf der Brautschau und
Vielleicht finde ich auch noch einen. Liebe Bergkreuzer Bahn, habt ihr das gehört? Es gibt eine Siegfreude, die auf Frauen scheut. Bitte vormerken. Du hast heute ein neues Gefährt mit dabei, sehe ich hier gerade. Ja, also mit den Ländern bin ich mir gar nicht zurechtgekommen. Das war der größte Blödsinn, was es gegeben hat. Dann bin ich wieder zum Papa heim und habe einen Schein Traktor gekriegt. Ui, ui, ui. Und gibt's denn, na, das darf ich jetzt noch nicht verraten, aber ein neuer flotter Traktor gibt es da. Okay, okay, okay. Ja, schauen wir mal, was da dann so ansteht. So, liebe Damen, gibt's noch Redebedarf? Gibt's noch irgendwas zu sagen? David, möchtest du dich bei der einen oder anderen hier jetzt noch öffentlich entschuldigen? Nein. Lieber David, möchtest du dich hier und jetzt bei dieser Gelegenheit noch bei der einen oder anderen Dame entschuldigen? Ja, natürlich. Es tut mir auch leid für alle, die was ich gleich heimgeschickt habe, für die, was eventuell haarig waren für mich, oder die, was nicht gesagt haben, dass er eine Sextherapeutin ist. Was, das hätte ich ja schon brauchen können. Das sieht man ja! Ja, und man, ja, okay, jetzt haben wir halt am Ferguson daheim stehen. Aha, und diese Aussage ist jetzt ganz interessant. Jetzt, meine Damen und Herren, wenn für alle alles ausgesprochen ist zum jetzigen Zeitpunkt, kommt die Frage aller Fragen. Lieber David, lieber Resi, seid ihr nun ein Paar? Ja. Sie sind ein Paar! Bitte einen großen Applaus, meine Damen und Herren! Liebe andere Damen, es tut mir sehr leid, oder? Gott sei Dank, ihr könnt aufatmen, er ist jetzt endlich unter der Haube. Liebe Bauernschaft, Bad Kreuzen, das kostet euch einen Haufen Geld, dass ich den unter Tarn gebracht habe. Und ich glaube, wir dürfen jetzt hier live auf Strungau TV beim Seppen Schiefer noch ein Geheimnis lüften. Na. Ja. Außer uns hier drinnen wissen das erst 10.000 Leute auf Facebook. Aber liebe Gäste, haltet euch fest. Eine Überraschung, liebe Resi, erzähl mir. Na, liebe Resi, geht's um Mann. Der Mann, der alles kann. Geht's um Schwiegervater. Was ist passiert zu Silvester im schönen Rotkreuzgewand in Krain? Ja, ich wollte mir einfach nur die Schurfbeimel binden, dann sitzt du auf die Knie da und bindest du die Schurfbeimel und dann sagst du einfach ja. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ja, wir sind verlobt. Also, für alle zur Übersetzung nochmal, David hat Resi einen Heiratsantrag gemacht. Zu Silvester um Mitternacht ist er auf die Knie gefallen. Gibt's nachzusehen auf Facebook unter Rotkreuz Krain. Und Resi hat ja gesagt, unser Traumpaar ist jetzt verlobt und wird 2024 heiraten. Einen großen Applaus bitte! Die Kurvensteiner haben gesagt, sie spielen gratis für euch die Hochzeit. Einen großen Applaus für die Kurvensteiner! Liebe Resi, der Brautstrauß ist schon fertig gebunden. Die Farben, die werden dann noch erklärt mit Eifersucht, Liebe, Hoffnung. Und fürchte vielleicht du einen anderen, ich weiß es nicht, aber bitte, wir gratulieren. Nein, wir sind ganz glücklich, ein toller Fang, David. Ich, Amorsgehilfin, trau mich zu sagen, ich habe meinen Job perfekt erledigt. Allerdings, meine Damen und Herren, haben wir hier noch eine Reihe saftiger junger Damen, die noch Single sind. Mein Motto ist ja, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Das Pferd reiten, wenn es gesattelt ist. Oder die Kuh melken, solange das Euter voll ist. Deshalb, liebe Backkreuzner Singlebauern, schlage ich vor, wir nutzen diese einmalige Gelegenheit. Und ich lade euch ein zu Mitzibellas erster Ausgabe von Bauer sucht Herzblatt. Um Mitternacht hier im Gasthof Schiefer zur Zugbrücke, live bei Seppen Schiefer auf Strungau TV. Es wird spektakulär. Bewerbungen werden von mir bis Mitternacht an der Seitalbar und unten im Schnapskeller angenommen. Einfach zu mir kommen, liebe Backkreuzner Singlebauern, bitte schaut durch diese Reihe. Abgesehen von dieser jungen, netten Dame mit dem Brautstrauß gibt es noch alle hier zu haben. Bitte meldet euch bei uns. Diese Chance gibt es nie wieder, aus Backkreuzen rauszukommen, aus dem Waldviertel, aus Kalifornien, überall angereift. Greift zu, meine lieben Herren, meldet euch bei mir. Wir sehen uns um Mitternacht und jetzt noch einen großen Applaus für unser Traumpaar 2023. Dankeschön.